In meinem Haus war plötzlich eine Wespe mit einem riesigen Stachel. Was passiert, wenn dich dieser Stachel erwischt, verrate ich dir in diesem Video. Übrigens, am Ende dieses Videos zeige ich dir noch etwas ziemlich Abgefahrenes, also auf jeden Fall dranbleiben. Ich war in meinem Büro und arbeitete an einem neuen Projekt. Plötzlich bemerkte ich ein bedrohlich wirkendes Insekt, das durch mein Büro flog. Eine ganz besondere Wespe. Ich wollte sie einfangen, um ein paar Aufnahmen zu machen. Geschafft. Jetzt hatte ich aber das Problem, dass sie keine Sekunde Ruhe gegeben hat. Glücklicherweise gibt es ein paar Tricks, mit denen man solche Insekten dazu bringen kann, Ruhe zu geben. Trick Nummer 1. Wasser. Wespen trinken gerne. Wenn man ihnen Wasser anbietet, setzen sie sich oft hin, um zu trinken. Versuchen wir das mal. Ich muss dabei aufpassen, weil ich keine Lust habe, gestochen zu werden. Deshalb verwende ich hierzu eine Spritze, damit ich einen Tropfen Wasser in das Gefäß befördern kann, ohne dass die Wespe wieder abhaut. Nun ja, zumindest war es so geplant. Nein, Mann. Ja, das ist ja gut gelaufen. Ich habe die Wespe nochmal eingefangen. So, also dann, zweiter Versuch. Okay, es funktioniert scheinbar nicht. Glücklicherweise gibt es aber noch einen weiteren Trick. Honig. Weißt du, die meisten Wespen fressen sehr gerne Honig. Wenn du willst, dass sie ruhig bleiben, biete ihnen Honig an. Das funktioniert fast immer. Na also, Wasser will sie keins, aber Honig geht immer. Jetzt können wir sie uns genauer anschauen. Was wir hier haben, ist eine Schlupfwespe. Schau sie dir an. Was für ein wundersames Wesen. Sie wirkt so grazil und zerbrechlich. Und doch ist sie in ihrer Welt ein gefürchteter Räuber. Dieser Stachel ist gigantisch, wirklich respekteinflößend. Aber jetzt erzähle ich dir mal eine wirklich kranke Geschichte. Diese Schlupfwespe legt Eier in die Larven von anderen Wespen aus der Gattung Scelephron. Diese Scelephron erbeutet Spinnen. Diese Aufnahme ist jetzt leider nicht die beste, denn ich habe sie vor 100.000 Jahren aufgenommen. Jedenfalls sieht man hier eine Scelephron, wie sie eine Wespenspinne erbeutet. Siehst du, jetzt hat sie sie mit einem Stich gelähmt. Scelephron-Wespen bauen kleine Gefäße aus Lehm. Dort bringen sie die Spinnen hin. In jedes Gefäß legt sie ein Ei. Aus dem Ei schlüpft eine Larve, die sich dann von den Spinnen ernährt. Aber nur, wenn sie nicht von der Schlupfwespe entdeckt wird. Ansonsten bekommt sie von der Schlupfwespe ein Ei verabreicht und wird anschließend bei lebendigem Leib gefressen. Ihren kräftigen Stachel benötigt die Schlupfwespe, um die Wände dieser Gefäße zu durchstechen und ein Ei in die Larve von Scelephron zu legen. Zusammen mit dem Ei gibt sie auch ein Gift ab. Wenn die Wespe in Gefahr ist, kann sie ihren Stachel auch zur Verteidigung einsetzen. Der Stachel sieht sehr furchterregend und schmerzhaft aus. Tatsächlich ist der Stich dieser Wespe allerdings für Menschen vollkommen harmlos. Der Stich einer Biene wäre im Vergleich dazu viel schmerzhafter und auch potenziell gefährlicher. Wenn du denkst, die Lebensweise dieser Schlupfwespen ist krass, schau dir mal dieses Tierchen an. Das ist ein Parasit, der die Zunge seines Wirtes abtötet und dann in seinem Mund lebt. Seine Verwandten leben unter uns, ohne dass wir es wissen. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.